Servus Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen World of Tanks Video. Ja, ihr wisst ja, ich habe schon seit längerer Zeit nichts mehr hochgeladen, aber das soll sich mit dem heutigen Video einfach mal wieder ändern. Ich habe gerade ein bisschen viel Stress mit Schule und so weiter, ich bin in der Abiturphase und da bleibt oftmals nicht so viel Luft zum Atmen. Mal schauen. Ah, die sind so schnell, die Ratten. Ah, war sogar knapp. Ja, aber das sind praktisch Autos. Also, die zu erwischen, das ist schon wirklich hart. Jetzt hätte ich gerne dem Scorpion mal eine gedrückt. Na? Nee. Also, ihr seht schon, wir sitzen heute im T43. Jetzt wollte ich schon sagen, 34. T43, Nachfolger des T34-85. Stufe 7, Medium der Russen, 180 Alpha-Schaden, 144 Durchschlag. Wandpanzerung 75, Turmpanzerung beläuft sich auf 90. So, und das ist ein schöner VK. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich eine vom Skorpion fressen. Ja, immer schön durch den Turm bolzen. Und nochmal VK, der muss erstmal raus. Jetzt lanzen. Ja, das läuft doch schon mal gut. Ja, T43, was kann ich zum Panzer sagen? Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, macht mega viel Spaß, der Tank. Hat eine super DPM, etwas über 2000. Ich glaube sogar deutlich über 2000, 2300 ungefähr. Ist recht mobil, also jeder, der den T34-85 oder vielleicht sogar nur den T34 gespielt hat, der wird sich so ein bisschen ableiten können, wie sich der Tank anfühlt. Denn die Spielweise an sich ist ähnlich, ja. Man steht nicht in der ersten Reihe, aber wenn es drauf ankommt, kann man durchaus mit DPM auch punkten. Und das habt ihr jetzt vielleicht gerade auch schon gesehen. Also das tut dann wirklich gut. Wenn man dann in solchen Situationen ist und einfach mit der DPM Gegner wegklöppeln kann. So, jetzt gehen wir mal kurz hier den BZ an. Ah, leider in den Boden jetzt geschossen. Oh, hier ist ein bisschen Endgegner, ne? Den muss ich erstmal penetrieren. Ist nicht so leicht. Wir haben auf APCA-Durchschlag von 194, aber es ist trotzdem immer schwierig, bei so einem OI wirklich zu treffen, weil der hat natürlich auch bestimmte Winkel und so weiter und so fort. Und dann baut man doch mal ganz gerne. Ja, was ist der Plan für das heutige Video? Der Plan ist es schlichtweg, ein bisschen den T43 vorzustellen, ein paar Runden zu spielen. Und ja, ich probiere das Ganze spontan zu halten. Das ist mein erstes Video seit langer Zeit, gerade auch in World of Tanks. Das heißt, ich werde jetzt hier, denke ich mal, nicht so viel Arbeit reinstecken, wie ihr es vielleicht sonst gewohnt seid von meinen WoT-Videos. Also einfach spontan ein bisschen was aufnehmen, hochladen und ja, mal schauen, wie es ankommt. Okay, also wir haben jetzt hier schon mal gesehen, die Gegner sind da oben natürlich in deutlicher Überzahl. Das heißt, das werden wir nicht mehr gewinnen. Hier unten steht jetzt noch ein Cover 85 fest. Bei G7 ist das. Sieht nicht so gut aus. Also Skorpion ist auch auf jeden Fall nochmal heftig. Und ich weiß gar nicht, wo ist denn der AMX unterwegs? AMX AC46, war der auch mit oben? Ne, da ist er. Schade, den hätte ich gerne getroffen. Bin jetzt auch offen. Ich werde mal APCA, dass ich den hier wirklich auch verlässlich gleich penetrieren kann. Ein Skorpion noch gebounced. Oh, okay, das war jetzt ein bisschen übermüdig. Aber ihr seht schon, wenn man den ordentlich anwinkelt, dann kann man auch mal was bouncen. Ja, aber jetzt sind wir natürlich in der Situation, wir werden hier komplett gerudelt. Ich muss eigentlich gar keinen APCA mehr schießen direkt. Есть пробитие.
So, mal abwarten. Wir haben ja noch ein bisschen Backup. Der AC ist zum Glück rausgegangen. Na, ich wollte ihn tracken. Jetzt bin ich nicht mal durchgekommen. Bin lächerlich. Mal schauen. Okay, wir sind da scheinbar erstmal weg. Ah, der T-34-100 ist jetzt hier hinten. Okay. Er ist also komplett durch den Graben gefahren. Ah, ich überlege gerade noch. Skorpion ist noch nicht getaucht. Okay, dann probiere ich mal jetzt einen Stein weiter nach hinten zu fahren. OPZ. So, schnell Snapshot gesetzt. Jetzt sind wir hier auch ein bisschen weiter hinten. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier den T-34-100 angehen können. Das wird nicht so leicht. Also zwei Schuss und er nimmt uns raus. Ah, und jetzt ist hier auch der nächste Tank von uns draufgegangen. Und jetzt ist da der Skorpion schon mal. Ja, wir werden jetzt gleich drauf gehen. Ah, Auto-Aim. Ja, schade. Okay, aber ich denke mal, ihr konntet schon ein bisschen einen Eindruck gewinnen von dem Panzer. Ich hätte jetzt vielleicht am Ende nicht mit Auto-Aim arbeiten sollen, dann hätte ich nochmal einen Schuss mehr rausgekloppt. Aber 2400 Schaden, 1100 geblockt und 400 Unterstützung. Da kann man schon mal sagen, für einen 7er Medium in einem ja, Mitteltier oder Mittiergefecht ist das echt nicht schlecht. Und ich kann auch wirklich aus eigener Überzeugung sagen, dieser Tank macht wirklich Spaß. Er ist ein bisschen ein Krampf, wenn er noch Stock ist. Also da hat er noch eine blöde Kanone. Ich glaube nur so 160 Schaden, 120 Durchschlag oder so. Da macht er echt keinen Bock. Und auch wenn der Motor noch schlecht ist und die Ketten und so. Aber sobald er ausgebaut ist, mega geiler Tank. Gefällt mir richtig gut. Und ist natürlich auch essentiell in der in dem Stammbaum. Also das können wir uns gerne mal gleich anschauen. Das heißt, wer die Russen-Medium-Linie gehen oder ja fahren möchte, da ist auf jeden Fall der T-43 schon essentiell. Also sehen wir hier, wir können natürlich über den A-44 gehen. Da kommen wir allerdings nur zum K-91. Und der T-43 ist dann vor allem wichtig für T-62A, für Objekt 140, für Objekt 430U. Man kann zwar hier auch von den Lights noch zu dem T-62A und Objekt 140 gehen, aber ich muss sagen, T-43 gefällt mir schon sehr, sehr gut. Genau, das ist hier diese 6er Kanone, die macht nicht wirklich viel Spaß, aber sobald der Panzer ausgebaut ist, ist er auf jeden Fall eine Empfehlung wert und bockt richtig. Was habe ich eingebaut in den Panzer? Ich habe hier zum einen meine Lüftung drin. Ich denke mal, das ist immer ganz gut, um einfach nochmal die Stats insgesamt ein bisschen zu pushen. Dann habe ich natürlich einen Ansetzer reingebaut, um nochmal die DPM zu drücken. Wir sind jetzt bei 4,56 Sekunden. Also das macht wirklich richtig Spaß bei 180 Alpha. Gerade gegen 6er, da braucht man nur wenige Schüsse und man hat sie komplett auseinandergenommen. Das bockt. Und dann habe ich einfach mal noch einen Waffenrichtantrieb reingepackt, um einfach nochmal die Zielerfassung zu verbessern. Was kann ich auch noch empfehlen bei dem Panzer? Ich kann auf jeden Fall noch empfehlen zu Sidescrapen. Das habt ihr jetzt vielleicht auch schon das ein oder andere Mal in dem ersten Gefecht gesehen. Wenn ihr euren Panzer wirklich anstellt, dann könnt ihr durchaus was bouncen. Klar, ihr könnt jetzt nicht unbedingt einen 9er Tank bouncen, aber angenommen 7er schießt auf euch und ihr winkelt euch wirklich gut an. Nicht zu, also ihr dürft euch natürlich nicht überwinkeln, aber wenn ihr euch relativ spitz anwinkelt, dann könnt ihr schon
wirklich recht viele Schüsse bouncen. Also das kann ich echt nur empfehlen, dass ihr den Tank auch ruhig mal zum Anwinkeln nutzt. Gerade gegen andere Medium-Tanks ist das wirklich sehr sinnvoll. Und was ich auch empfehlen kann, ist, dass ihr zum Beispiel bei hügeligen Karten wirklich eure Wanne versteckt und nur mit eurem Turm arbeitet. Ihr müsst natürlich wissen, der Turm hat nur 90 mm, also da geht einiges auch durch. Ja, also da kommt eigentlich ab Stufe 6 sowieso alles durch, vielleicht sogar ab Stufe 5. Aber wenn ihr euren Panzer ein bisschen hin und her bewegt und ein bisschen mit dem Turm arbeitet und jetzt meinetwegen den Turm so anstellt, dann erhöht ihr natürlich hier nochmal die Abprallwahrscheinlichkeit, indem eben diese Ecke leicht zum Gegner zeigt und somit hier der Winkel höher ist und hier der Winkel immer noch recht hoch ist. Also kann ich nur empfehlen, Wanne verstecken, mit dem Turm ein bisschen arbeiten, sich hin und her bewegen, vor- und zurückfahren und dann noch ein bisschen mit dem Turm spielen, und ihr könnt wirklich die Gegner auch massiv verwirren dadurch. Also das habe ich schon oft erlebt, dass dann 3-4 Schüsse von einem Gegner einfach vorbeiging, weil der überhaupt nicht auf sein Leben klar kam, wie ich mich da bewegt habe. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also, anwinkeln ist auf jeden Fall eine gute Option. Und Wanne verstecken und so ein bisschen sneaky-peaky mit dem Turm arbeiten. Und um einfach nochmal den Gefechtswert des T-43 zu verdeutlichen, sind wir natürlich jetzt mit Absicht in ein 9er-Gefecht gegangen. Nein, sind wir natürlich nicht. Der Matchmaker tut mal wieder mit uns, was er am liebsten tut, nämlich uns ganz unten in die Rangliste packen. Aber wir geben natürlich trotzdem unser Bestes. Und ich muss sagen, ich habe wirklich schon wesentlich schlimmere Tanks erlebt. Also als Low-Tier, da finde ich sogar den T-43 recht angenehm. Klar, mit 144 Durchschlag können wir nicht gerade vieles durchschlagen oder penetrieren. Aber zumindest so bis Stufe 8 kann man schon noch ganz gut arbeiten. Vielleicht jetzt nicht frontal gegen Heavies, aber so ein bisschen seitlich kann man dann durchaus schon mit reinschießen. Und ja, auch dank der 1100 HP kann man dann auch schon mal einen Schuss fangen. Natürlich ist es jetzt nicht so wirklich gut, mit einem 9er zu traden, aber das verkraftet trotzdem auch der T-43 mal, wenn es denn mal passieren sollte. Ja, ich habe jetzt in etwa 80 Gefechte auf dem Panzer. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon ziemlich wohl, auch schon ziemlich erfahren mit dem T-43. Ich habe aktuell 85.000 Erfahrung, wobei man sagen muss, dass ich schon mit einem Teil der Erfahrung natürlich auch schon Module erforscht habe. Und das heißt, wenn man immer mal Reserven reinkloppt, dann kommt man auch relativ schnell zum Nachfolgetank, dem T-44. Und da freue ich mich auch schon drauf, auch wenn der Stock, denke ich mal, nicht so der schönste Panzer ist. Aber ja, das haben scheinbar so die Russen ein bisschen an sich. So, ich schaue nochmal nach da oben. Ja, HDC frontal ist nicht leicht zu durchschlagen, tatsächlich. Oh, den nehmen wir gerne mit. Hab versucht, ihn zu tracken, aber ist auf die Distanz auch nicht so einfach. So, HDC, da kommen wir natürlich nicht durch. Ja. Ist eigentlich eine ziemlich gute Position hier. Die kann ich noch gar nicht so richtig. Gegen 50 TP und Protz habe ich eigentlich auch jetzt nicht so Lust. Ja, HTC, da müsste ich jetzt praktisch hier seine Backe treffen. Das wird ziemlich schwer. Ja, ich denke, ich fahre mal mit nach vorne und probiere mal mein Glück gegen Prototyp, denn den sollte ich zumindest penetrieren können, wenn ich den einigermaßen treffe. Ah, Kacke. War noch offen. Aber selbst dann haben wir jetzt immerhin noch so viel AP wie einen. Okay. So viel dazu. Und schön ist auch, dass der Panzer wirklich auch ein bisschen was trifft. Also, klar, er hat nicht die genaueste Kanone, ganz bestimmt nicht. Aber, er liefert wirklich schon
ganz gutes Bild von sich ab. Ah, im 4-1 kann man nicht ran. Doch hier gerade ein bisschen kritisch. Sieht noch relativ ausgeglichen aus, wobei ich denke, dass die Gegner einfach ein bisschen, ja, die Überhand haben, dank Map Control. Ey, das gibt's nicht. Ey, oh Mann. Ich hab so gedacht, oh, den Schuss darfst du nicht verkacken. Und deswegen habe ich nicht getroffen. So, jetzt habe ich getroffen. Das ist aber so, wenn man wirklich so übel angespannt ist und denkt, oh, den darf ich nicht verkacken, den darf ich nicht verkacken, darf ich nicht verkacken. Dann wird es immer kritisch. Oh ja, schön, 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 schön. Das Team hat nochmal ganz gut mitgearbeitet jetzt. Jawohl, und dann geht auch der 50 TP raus. Wunderbar, und dann können wir hier ein bisschen aggressiver vorfahren. Ja, unsere beiden Neuner haben da oben auch gut aufgeräumt. Es sind jetzt nur noch 7er übrig. Das ist der VK. Zack. Müssen nicht mal richtig einzielen. Wir treffen trotzdem ganz gut. Oh, das waren 2 VKs. Nee, das war nur einer. Hatte der noch überlebt oder was? Ich dachte irgendwie gerade, ich hätte ihn gekillt. So, das ist der EBR und der IS-2. Das sollten wir auf jeden Fall auch ohne ABCA problemlos durchschlagen können. Na komm. Ah, Kanone wollte jetzt nicht. Ich hoffe nicht, dass sie gleich mich holen. Ich auch nicht. Okay, EBR passt nicht auf, das ist gut. Das gibt mir jetzt vielleicht einen Vorteil gegen den IS-2. Genau, jetzt wieder EBR unterwegs. Die sind echt nicht zu, echt nicht leicht zu treffen. Gerade für jemand, der jetzt nicht unbedingt die Aiming-Skills mit der großen Pfanne gelöffelt haben. So, aber das funktioniert natürlich noch. Und ihr seht, 9er Gefecht, 1300 Schaden. Ich denke mal, ist für einen 7er ganz solide. Klar, wir haben jetzt auch ein bisschen APCA geschossen. Aber das liegt dann einfach daran, dass das, ja, einfach für mich, für die Erfahrung, lohnt sich das dann in solchen Gefechten. Und das solltet ihr euch auch echt nicht scheuen vor, weil 144 Durchschlag ist nicht viel. Und da ist es auch durchaus gerechtfertigt, mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal APCA einfach in die Hand. Gerade auch mal auf Distanz ist das vollkommen in Ordnung, weil ihr seid jetzt wirklich kein 7er Medium, der irgendwie 170 Durchschlag hat. Und ja, dahingehend ist das wirklich nichts, wofür man sich schämen braucht. Und oh, da haut auch nochmal unsere Adi ordentlich rein. Ja, ich denke mal, ich konnte euch mit den 2 Runden so ein bisschen zeigen, wie man den C43 zu spielen hat. Ihr dürft auch gerne noch was in die Kommentare schreiben, ob Tipps, Hinweise oder Fragen noch zur Spielweise oder sonstige World of Tanks Fragen. Das interessiert mich immer total. Ihr seht auch, wir haben Blaupausenfragmente bekommen. Das ist ja hübsch. Und ja, 5. Platz muss man erstmal schaffen als Load hier. Ja, und ihr seht, ich habe 86.000 Erfahrung und mit den 93.000 gibt es dann den T44 freizuschalten. Okay, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut noch bei den anderen Kollegen auf unserem Kanal vorbei. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.